Na, ich weiß nicht so recht. Ich glaube, ich mache jetzt ein kleines Schläfchen. Was? Ich kann nur in der Nacht schlafen? Ah ja, Gott sei Dank habe ich mein Bett ein bisschen modifiziert. Und siehe da, ich schlafe sogar komplett, sogar mit Bettlaken. Und jetzt, Leute, zeige ich euch, wie man das Ganze baut. Um das Ganze zu bauen, benötigt ihr zwei Schienen. Eine Lore und jetzt optional eine Sticky Piston, 8 Redstone und einen Schalter. Ja, ich würde sagen, dann fangen wir mal an. So, also zuerst suchen wir uns mal den Platz, wo unser Bett derzeit steht. Dann müssen wir da unter dem Bett jetzt ein bisschen Platz machen und machen direkt unter dem Bett jetzt da Schienen hin. Und auf diese Schienen stellen wir jetzt ein Minecart, wobei wir einen von der zwei Schienen wieder abbauen können. Und eigentlich ist jetzt das Größte schon getan und jetzt können wir uns schon reinsetzen. Und wie ihr sehen könnt, ist unser Bettlaken eigentlich jetzt schon fertig. Aber jetzt haben wir da einen kleinen Designfehler und den können wir jetzt ausbügeln, indem dass wir sozusagen mit Redstone noch etwas dazu bauen. So, und dafür stellen wir direkt neben unser Bett jetzt mal einen Schalter hin. Dann bauen wir uns hinunter. In dem Fall sind das drei Blöcke, also mit dem Boden vier. Ganz unten, den ich sozusagen wieder hinbauen habe. Und auf die Sticky Pisten stellen wir dann direkt jetzt unser Holz. Dann bauen wir uns hier raus. Und direkt wo das Schalter ist, da können wir jetzt mit dem Redstone direkt runterfahren. So, und jawohl. Das haben wir jetzt fertig. Okay, dann können wir schon ins Bettchen gehen, den Schalter drücken und voilà, wir schlafen mit einem Bettlaken. Sonst, wer das hier kennt in Minecraft, da schläft man dann ja ganz anders. Und zwar, da schläft man nämlich auf dem Bett. Ja. Ich hoffe, euch hat dieses Video gefallen und ich würde mich über ein Abo oder einen Like freuen. Und wäre auch cool, wenn ihr die nächsten Videos anschaut. Ja, bis zum nächsten Mal dann.